Ja, herzlich willkommen zu einem neuen Unboxing. Heute eine ganz andere Box als sonst, ne? Sonst haben wir immer die Loot Chest und die Swiss Loot. Heute haben wir die Loot Crate. Ja, das hat einen ganz besonderen Grund, denn ich habe mir diese Box bestellt, weil das Thema Warcraft unter anderem drin vorkommen soll. Ne, deswegen habe ich mir die bestellt. Die kommt aus, ich weiß gar nicht, wo kommt die denn her? Aus Kanada. Aus Kanada. Ne? Wenn ich mich täusche, köpft mich. Ich sehe das hier auf dem Zettel, ne? Woher das kommt. So, ich habe schon mal aufgemacht, beziehungsweise ich habe schon mal den Kleber entfernt, ne, dass ich hier öffnen kann. Und wir gucken rein. Watch, listen, play, share, enjoy more of power. Lootcrate.com Experience. Was auch immer das ist. So, was haben wir denn hier? Ich sehe Dinge. So, als erstes, was haben wir denn da? Wie krass. Das ist doch hier so ein, ne, für den Backofen hier diese Handschuhe. Und zwar von Marvel. Das trifft sich ganz gut, denn meiner sieht inzwischen nicht mehr gerade so toll aus. Infinite Gauntlet of Mid. Ich weiß ehrlich gesagt gerade nicht, von welchem Marvel-Helden hier dieses Ding ist. Aber coole Sache. Kann ich brauchen. Und werde ich brauchen. Alter, ist hier gerade ein bisschen warm. So. Was haben wir noch? Es ist übersichtlich. Es ist übersichtlich. Okay, was haben wir da? Was ist denn das? Ah! Ich verstehe. Das ist Dragon Ball, wenn ich mich nicht täusche. Steht das vielleicht sogar drauf? Ja, Dragon Ball Z. Ja. Hier der Dragon Ball und hier dieser Drache rundherum, keine Ahnung wie der heißt oder so, ich kenne Dragon Ball so gut wie gar nicht. Und hier irgendwas ums aufzuhängen, ich habe keine Ahnung. Ja, das ist glaube ich so ziemlich unnötig. Aber wer Dragon Ball mag, wird es vielleicht lieben, ich weiß es nicht, ich kann das nicht beurteilen. So. Dann haben wir, ich glaube, ich komme erst zum Shirt. Ah, nee, da hat es noch kleine Sachen. Es hat noch kleine Sachen. Was haben wir hier? Loot Pin. May. Ach so, stimmt ja. Loot Crate haut immer eigene Pins rein. Jeden Monat. Abgesehen davon, das war gerade meine Katze, ich werde die Loot Crate jetzt nicht jeden Monat aufmachen. Ne? Das habe ich jetzt wirklich einmalig gekauft, wegen Warcraft als Thema drin, unter anderem. Ne? Man sieht, es hat auch anderes Zeug drin. Und ja, ich werde die Loot Crate nicht immer bestellen. So, hier haben wir keine Ahnung was. Ja gut, ist ja auch Loot Crate exklusiv, also ich habe keine Ahnung, was das ist, ne? Wenn ihr es seht, ich hoffe man sieht's, ist auf jeden Fall ein hochwertiger Pin und ich habe gehört, ganz am Anfang hatten sie immer nur Buttons drin, mittlerweile Pins, finde ich gut. So, dann haben wir hier nicht mehr so viel, wir haben noch eine Figur, leider nicht eine Warcraft-Figur, wie ich das gerne gehabt hätte. Sondern hier von The Avengers, den guten Hulk. Ich zeige jetzt mal die Seite, weil diese Seite wird wahrscheinlich spiegeln wie Sau. Ich hoffe, man sieht's. Ja, ist eine coole Figur. Leider nicht von Funko, glaube ich. Das muss irgendwas anderes sein. Ja, wer es mag. Ich bin jetzt nicht der Hulk-Fan. Von daher, aber ist okay, ist okay. Ist überhaupt okay. So, weiter geht's. Ach so, das ist das Lootbook und wir haben, weiter geht's, es hat nur noch ein Item und das muss ja, ne, logischerweise
Ich habe ja gesagt, ich habe die gekauft wegen Warcraft als Thema. Da kommt ja bald der Film raus, ins Kino zumindest. Und wir haben nur noch ein Shirt drin. Ne? Wer eins und eins zusammenzählen kann, das muss ein Warcraft-Shirt sein. Ja, und es ist ein... Ich guck mal kurz. Es ist von Loot Crate. Ne? Es ist ein Loot Crate-Shirt. Und die haben das selbst gemacht. Ne? Ist jetzt kein Lizenz-Shirt wahrscheinlich. Und hier haben wir... Ne? Was drauf ist hier der Ork. Ich weiß gar nicht mehr, wer jetzt genau die Rolle spielt, beziehungsweise um welchen Ork es sich handelt. Ist mir gerade entfallen. Sieht auf jeden Fall gar nicht mal so schlecht aus und ist nicht weiß. Es ist grau. Ist besser als weiß. So, dann haben wir dann hier noch das Magazin. Ich zeige mal kurz hier die Box. Ne? Die machen immer so coole Boxen. Ich gucke ja ab und zu auch mal bei anderen Unboxing-Typen rein. Die haben immer so tolle Boxen. Ganz spezielle. So, das mal da runter. Dann gucken wir doch mal kurz noch ins Büchelein. Power. Hier haben wir auch den Hulk drauf. Da hinten ist sogar noch, wie man die Box faltet. Ne, hier. Warum auch immer. So, was haben wir denn da noch drin? Das ist natürlich alles Englisch, ne? Ist alles Englisch. Hulk Story. Da gibt es sogar noch die Hulk Story, okay. Bla bla bla. Warcraft's Place in the Universe. Exklusives Warcraft T-Shirt. Legendary. Ja, das haben wir ja. Das haben wir ja. Hier Dragon Ball Z. Ach hier, der Handschuh. Steht da von was das ist? Marvel Comics. Bla bla bla. Nee, kann ich hier nicht finden. Schade. Hätte mich interessiert. Schade, schade. Was haben wir noch? Hier Battleborn Loot Pins. Ach, das ist Battleborn, ne? Hier. Das ist von Battleborn. Da hatten wir, glaube ich, kürzlich schon mal was irgendwas in der Box, ne? Ich glaube, es waren Buttons oder sowas. Ist auf jeden Fall Battleborn. Dann hier Werbung. Hier noch was über den Warcraft-Film. Oh, ziemlich viel sogar. Aber ist natürlich alles Englisch und naja, ihr wisst ja, hier haben wir auch nochmal hier einen Ork. Never Surrender. Orgrim Doomhammer. Das wird wahrscheinlich Orgrim sein, ne? Wird wohl so sein. Was haben wir hier? Nichts Besonderes. Hier haben wir noch so ein paar Futured Looter, ne, wenn es interessiert. Wie gesagt, die Loot Crate werde ich wahrscheinlich nicht immer holen. Deswegen, ja, werde ich jetzt auch nicht viel mehr zu der Loot Crate sagen. Was ich aber noch sagen kann hier in diesem Video, die Loot Chest ist auf dem Weg, beziehungsweise die hätte eigentlich schon ankommen müssen, ist aber nicht, weil DHL mal wieder die Box mitgenommen hat, obwohl ich hier ein Riesenformular ausgefüllt habe, dass die Box da lassen können und so weiter und so fort. Ja, es ist kacke, jetzt habe ich eine Beschwerde eingereicht. DHL hat reagiert und gesagt, ja, wir haben was weitergeleitet, die entsprechenden Personen werden sich bei Ihnen melden, ist bis jetzt noch nicht passiert. Ja, ist kacke. Sonst hätte ich die nämlich auch heute aufnehmen können. Ihr wisst ja, aktuell hat meine Freundin Ferien und ich nehme nicht auf, wenn sie da ist. Und sie ist aktuell gerade weg. So, so viel dazu. Ich weiß also nicht genau, wann die Loot Chest, das Unboxing kommen wird. Es kommt auf jeden Fall. Ja. Ihr werdet es ja dann sehen, wenn es auf dem Kanal auftaucht. Ich wünsche euch noch alles Gute. Ist jetzt eine nicht gerade die Hammerbox gewesen, ne? Also für mich persönlich, Hulk ist nicht so mein Ding. Ich finde zwar den Film ganz geil mit dem Edward Norton, weil ich den Schauspieler auch sehr gerne mag.
Dragon Ball hier, dieses Ding, naja, ist vielleicht was zum Spielen für meine Katze oder so. Ich weiß es nicht. Ist jetzt auch nicht so mein Ding. Der Handschuh kann ich brauchen, ne? Meiner sieht aktuell ziemlich kacke aus. Schon ziemlich verbrannt und so. Das Shirt ist geil, es ist nicht weiß, auch wenn ich es noch lieber in schwarz gehabt hätte, wie immer. Ist aber nice. Ja, das war's ja schon. Gut, ich denke, die Figur wird wahrscheinlich auch nicht ganz so billig sein, von daher, ich denke, preislich ist das alles okay. So, genug gelabert, alles Gute, bis zum nächsten Mal und ein Tschüssikowski an euch.